Hallo John Sinclair-Fans. Ja, Ihren Rolf Hill und Krümel sind wieder hier. Letzterer hat diesmal nicht ganz so viel Lust und gute Laune. Aber das macht nichts. Davon lassen wir uns unsere gute Laune nämlich nicht verderben, denn ein neuer John Sinclair-Roman ist herausgekommen. Und zwar Band 2351. Jawohl, der allererste Band, der nicht lexikanonisch, ja, also der nicht in einem Lexikon verewigt wurde, weil das dritte Lexikon geht ja leider nur bis Band 2350. Ja, mit John Sinclair geht es natürlich weiter, zum Glück. Und Band 2351 stammt aus der Feder eines, ja, eines Gastautoren, der bereits einen Roman verfasst hat. Und zwar ja, Thomas Williams. Thomas Williams, seines Zeichens selbst großer John Sinclair-Fan, hat bereits einen John Sinclair-Roman veröffentlicht, und zwar Band 2218 im Bann der Hexe. Ja, und der neue Roman stammt ebenfalls von Thomas Williams und er trägt den Titel Im Wald des Verderbens. Ja, in Ermangelung eines Romans zeig ich euch das Titelbild in digitaler Form. Im Wald des Verderbens. Ja, worum geht es? Es geht darum, dass in einem Wohnhaus in Brixton, im Londoner Stadtteil Brixton, plötzlich ja, geheimnisvollerweise ein Wald auftaucht innerhalb dieses Apartmenthauses. Und natürlich werden John Sinclair und Zuko zu Rate gerufen und die müssen jetzt herausfinden, was ist da eigentlich passiert? Wer steckt dahinter? Ist es Mandragora? Ist es vielleicht Eiborn? Oder ist es vielleicht etwas völlig anderes? Ihr könnt es selbst herausfinden, indem ihr euch den neuen Roman holt, Im Wald des Verderbens, geschrieben von Thomas Williams. Ein klassischer Gruselschocker mit John Sinclair und Zuko. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.